Ein Ofenlüfter auf Grimms Heimkino? Was steckt denn dahinter? Wie passt das denn zusammen? Das verrate ich euch in meinem heutigen Video. Eigentlich wollte ich zu dem Thema gar kein Video machen, wenn ich ganz ehrlich bin. Denn ich muss dazu sagen, es ist schön, wenn man so ein Heimkino mit dem Ofen kombinieren kann. Denn ein Heimkino ist ja Gemütlichkeit, ist Wärme, ist einfach Entspannen. Und das sind ja alles so Attribute, Wärme, Entspannen. Das passt ja auch ganz gut auf so einen Ofen, der ja in so einem Heimkino auch eine schöne Wärme verbreiten kann. Und jetzt ist das Problem wie bei mir, oder Problem, was heißt Problem? Ich habe ja so eine Wand bei mir ins Heimkino gebaut und hinter dieser Wand ist der Ofen. Und mir ist immer wieder aufgefallen, dass der Ofen aufgrund der Wand die Wärme nicht so wunderschön in mein Heimkino drückt, wie ich sie gerne hätte, und das verpufft so ein bisschen dann im Rest des Hauses mehr oder weniger und im Heimkino kommt nicht so viel an. Und somit bin ich über diese total tollen Produkte gestoßen, diese Ofenventilatoren. Gibt es übrigens wie in dieser Variante mit Magneten für den Ofen, und als allererstes sei dazu gesagt, das Produkt ist gut, das Produkt funktioniert, das Produkt verteilt die Wärme auch im Raum wesentlich besser, als man es ohne macht. Also ich kann diesen Dingern grundsätzlich der Kategorie Ofenventilator absolut einen Daumen nach oben geben, denn über die Konvektionswärme, das heißt, er kommt an das heiße Ofenrohr, die Wärme wird da drin in Strom gewandelt und dann dreht sich der Propeller. Ist also eine Lösung, die ohne externe Stromversorgung etc. auskommt, sondern nur über die Wärme vom Ofenrohr. Soweit erstmal ganz cool. Und jetzt ist ja die spannende Frage, welches Produkt kauft man denn davon? Welches Produkt taugt? Und ich kann dazu sagen, ich habe den Stovefan HL600A gekauft. Und kann dazu sagen, das Produkt kann ich nicht empfehlen. Denn ich muss dazu sagen, diese Ventilatoren haben grundsätzlich alle die Eigenschaft, dass sie ja durchaus hörbar sind. 30 Dezibel Lüftungslautstärke sind durchaus nicht ungewöhnlich für die Dinger. Das ist nicht störend laut. Aber wenn ihr wie ich in eurem Heimkino alle Sachen, die Lärm machen, wie ein Beamer beispielsweise, schon aus dem Raum verfrachtet habt, weil ihr perfekte Stille haben wollt, dann ist das nicht unbedingt zielführend. Und wenn ich A Quiet Place gucken würde, einen Film beispielsweise, wo es auf Stille als Stilelement ankommt, dann würde mich der schon wieder stören. Muss ich ganz ehrlich dazu sagen, auch wenn ich ein paar Meter davon wegsitze. Aber das haben die alle, die ich bisher in den Fingern hatte. Warum kann ich dieses Ding nicht empfehlen? Dazu werfen wir einmal einen Blick in die Bedienungsanleitung. Denn wenn man dieses Produkt kauft, denn wenn man in diese Bedienungsanleitung guckt, dann steht da so drin, lebenslange Garantie. Vielen Dank für Ihren Kauf für Tezuki-Produkt. Hinweis, Sie können die lebenslange Garantie innerhalb von 7 Tagen effektiv registrieren. Bitte senden Sie die Bestellnummer plus lebenslange Garantie an zureninservice@yeah.net. Das steht da drin und da dachte ich nach dem Motto, boah, voll geil, mach ich doch einfach mal. Schicke ich mal meine Bestellnummer dahin, ich habe sie über Amazon gekauft, also alles gar kein Problem, sollte man meinen in dem Moment. Und schicke das mit der Bestellnummer plus lebenslange Garantie einmal an diese angegebene Service-E-Mail-Adresse. Jetzt erreichte mich eine Antwort vom Hersteller, Anbieter, nennen wir es wie wir wollen, wird der Hersteller sein, tippe ich mal ganz schwer darauf. Die bedanken sich erstmal darüber, dass ich das Produkt gekauft habe und möchten mir dabei helfen, die lebenslange Garantie abzuschließen. Und um diese lebenslange Garantie abzuschließen, will man mir jetzt helfen durch diesen Prozess. Und dann frage ich mich, welchen Prozess? Denn ihr sollt jetzt bitte einen 5-Sterne-Bewertungslink oder ein Screenshot zur Verfügung stellen. Und dann könnt ihr VIP-Mitglied werden und genießen. Da bekommt ihr dann in diesem Rahmen eine VIP-Lifetime-Garantie für dieses Produkt. Warte mal. In der Bedienungsanleitung steht, ich habe eine lebenslange Garantie, wenn ich die Bestellnummer mit dem Wort lebenslange Garantie an diese E-Mail schicke. Diese E-Mail-Adresse schreibt mir zurück, ich möchte bitte einen 5-Sterne-Bewertungslink oder einen Screenshot zur Verfügung stellen, um diese lebenslange Garantie abschließen zu können. Das ist der Prozess. Leute, ist es euer Ernst? Das ist Betrug. Tut mir leid, das ist Betrug. Ich kaufe mir meine Bewertung darüber und gebe dem Kunden damit eine lebenslange Garantie. Und jetzt habe ich dem Hersteller daraufhin um ein Statement gebeten, um zu sagen, hey Leute, das ist doch nicht seriös und das ist doch nicht rechtens, was ihr da macht. Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ihr sagen könnt, die lebenslange Garantie gibt es nur in Gegenleistung von einer 5-Sterne-Bewertung. Das heißt, wenn ich mit dem Produkt nicht zufrieden bin, aber eine lebenslange Garantie haben möchte, dann muss ich einen 5-Sterne-Bewertungslink oder den Nachweis halten, einen Screenshot davon schicken und dann kriege ich die. Und wenn ich das nicht mache, dann kriege ich das nicht. Das heißt, dann habe ich nur 2 Jahre Garantie, wobei in diesem Unternehmen vielleicht auch nur 2 Jahre Gewährleistung. Ich weiß es gar nicht, was da jetzt greift. Weil ich habe mich dankend auf diese E-Mail reagiert und habe gesagt, ich bleibe bei meinen 2 Jahren Gewährleistung, die ich auf jeden Fall habe und verzichte auf die lebenslange Garantie und habe aber auch gleich mitgeteilt, ich möchte gerne ein Statement haben, weil ich das Ganze doch in Videoform tatsächlich
tatsächlich mal mit der Öffentlichkeit teilen möchte. Und daraufhin kam eine E-Mail zurück, ich hätte das alles missverstanden und die lebenslange Garantie gilt in jedem Fall. Woraufhin ich verwiesen habe, dass ich das gar nicht so wahnsinnig gut glauben kann, das Ganze, weil das hier ein Missverständnis ist, das kann ich mir nicht vorstellen, denn ich muss auch dazu sagen, diese E-Mail, die kommt in zwei Sprachen. Die kommt im Englischen und darunter kommt sie im Deutschen. Jetzt habe ich gedacht, okay, Missverständnis, die haben es schlecht übersetzt, kleine oder internationale Firma, bedienen den deutschen Markt, haben die nicht besser gewusst vielleicht. Ich habe gesagt, okay, guckst du nochmal in die englische Beschreibung rein. Da steht so schön drin, if you are happy with the product, could you please kindly provide us with your 5-star review link or screenshot, you can become our VIP member and enjoy, first point, VIP lifetime warranty for this product. Nee, ich will ja nichts sagen, aber im Englischen ließ es sich noch deutlicher, dass ich einfach einen 5-Sterne-Link dafür abgeben muss oder eine 5-Sterne-Bewertung. Ich muss es nachweisen, dann bekomme ich die lebenslange Garantie. Also habe ich mit Blick auf diesen Verweis der deutschen und der englischen Sprache, die aus der E-Mail gekommen ist, einmal nett darauf verwiesen, dass das sehr unglücklich geschrieben ist und ich doch bitte um ein Statement gerne bitten möchte vom Unternehmen. Bis zum 12.12.2023 habe ich die Frist gesetzt, 2 Wochen ab dem Moment, wo ich das erste Mal diese E-Mail bekommen habe, und habe dann den Unternehmen nochmal eingeräumt, Leute, stellt euch öffentlich doch da, was ist hier wirklich Phase? Und auf diese E-Mail kam natürlich gar keine Antwort. Jetzt würde mich mal da draußen interessieren, dieses Produkt, es funktioniert, ja, wie lange es hält, keine Ahnung, lebenslange Garantie, werde ich jetzt wahrscheinlich nicht haben, weil ich keinen 5-Sterne-Link dafür, keine 5-Sterne-Bewertung rausgeben kann. Wenn ihr es in Sternen haben wollt, ist es ein 3-Sterne-Produkt. Es funktioniert, es erfüllt seinen Zweck und es ist so laut wie alle anderen auch, ist aber auch nicht das billigste am Markt, muss man dazu sagen. Ist aber auch nicht das teuerste. Mittleres Preissegment funktioniert schon durchaus irgendwo, wobei, bevor ihr das Ding kauft, und jetzt frage ich mich natürlich, das Produkt hat auf Amazon Stand heute 3 Sterne in der Durchschnittsbewertung. Wo ich ihn gekauft hatte, sah das noch ein bisschen anders aus, muss ich dazu sagen. Und das Produkt ist auch aktuell nicht mehr verfügbar. Jetzt weiß ich nicht, ob im Nachgang meiner E-Mail da irgendwie Amazon schon reagiert hat, ob das irgendwie gerade Zufall ist. Ich kann euch nur sagen, dieses Unternehmen arbeitet meiner Meinung nach betrügerisch, denn ich kann eine lebenslange Garantie nicht in die Anleitung schreiben und dann sage ich dem Kunden, ja, die kriegst du selbstverständlich, wenn du eine 5-Sterne-Bewertung nachweist. Weil das ist doch nicht seriös. Das ist, ihr wisst, was ich meine, oder? Das ist doch Betrug. Und das wollte ich euch in diesem heutigen Video einmal teilen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das Ganze seht. Tue ich dem Unternehmen Unrecht? Ist das seriös und legitim, Bewertungen zu kaufen, indem man dafür eine Dienstleistung gibt? Und ich sag's euch mal ganz ehrlich, ob ich da 2 Jahre Garantie drauf habe oder auf so ein, ganz ehrlich, das ist ein PC-Lüfter, der da drin verdrahtet ist, der hält nicht euer Leben lang. Aber wenn ich eine lebenslange Garantie abschließe, ja, wie geil wäre das denn? Ich habe lebenslange Garantie, ich kaufe das Ding einmal in meinem Leben. Der Preis ist dafür nur, ich muss eine 5-Sterne-Fake-Bewertung schreiben. Ob ich das so sehe oder nicht. Und das ist in meinen Augen absolut nicht richtig. Das muss ich einfach mal loswerden, weil ich muss dazu sagen, ich habe mich tierisch über diesen Ablauf geärgert. Eine Produktwarnung gibt's von mir für dieses Produkt, denn es sind einfach betrügerische Absichten, die dahinter stecken. Und was man von der Bewertung jetzt halten soll, da kann sich vielleicht jeder sein eigenes Bild von machen. Wenn ihr nicht verpassen wollt, was auf meinem Kanal zukünftig so los ist, wird natürlich Heimkino sein oder Heimkino angelehnt, wie hier mit dem Lüfter. Das ist ja auch mal Thema Heimkino dann das Ganze. Dieses Jahr wird natürlich der MaxiCharge absolut im Fokus stehen, denn ich mache ja die Serie monatlich ein Video zum Stand der Dinge. Und danke für eure Aufmerksamkeit und freue mich, wenn ich euch auch zukünftig bei mir auf dem Kanal begrüßen darf.